Servus miteinander, servus liebe Bergmadeln und Bergbauern. Heute gehen wir mal auf Kreuzspitze. Es ist jetzt knapp 15 Uhr, direkt nach der Arbeit ist weitergegangen, schön hinein ins kahle Flussbett. Da beginnt der erste Zustieg Richtung Kreuzspitze. Ich bin also erstmal am Rand vom Flussbett dem Weg gefolgt, hinten auf. Und dann geht es jetzt durch die grüne Hölle hinauf. Der Pfad insgesamt ist relativ flach und windet sich erst langsam nach oben. Wir haben auf der Westseite da die Geierköpfe und auf der Ostseite die Kreuzspitz und die Kreuzspitze, was uns den Anblick versüßt. Nachher geht es dann weiter etwas steiler bergauf und man gewinnt dann auch schneller an Höhe. Dann folgt erst einmal eine längere Querung Richtung Süden, dass man erstmal auf so einen Sattel kommt. Zwischen Nei wechselt sich das Gelände immer mal wieder ab und was da auch der Vorteil ist, wir haben immer wieder größere Wasserquellen dazwischen. Das ist jetzt der 10. August oder der 9. August war es, als ich gegangen bin und da haben wir noch gut Wasser. Also das passt ganz gut, wenn man Flaschen wieder auffüllen muss oder ähnliches. Die Südwärtsquerung mit leichtem Osteinschlag hat eigentlich den Nachteil, dass immer wieder bergauf, bergab geht, darüber. Und dass sich das Gelände abwechselt. Ihr seht wieder grüne Pfade, breit und nicht ausgesetzt, wechselnd mit wieder ausgesetzten Stellen, teilweise mit dem Stahlseil ein bisschen versichert. Also ein relativ dünnes Seil und eigentlich nicht notwendig. Aber es schaut mal nicht. Besser ein bisschen mehr Sicherheit als zu wenig. Dann geht es rein zur Neualp-Jagdhütten. Da führt der Pfad hinauf. Wir folgen immer dem Pfad Richtung Süden. Bis er sich dann mal aufteilt. Ganz klar Richtung Osten zur Kreuzspitze und nach Westen zu die Geierköpfe hinten. Der Weg zu die Geierköpfe ist deutlich weiter noch als zur Kreuzspitze. Ihr seht schon, Sonne neigt sich schon richtig gut Richtung Westen. Hier ist allerdings so, bei dem Aufstieg war eigentlich jetzt auch mitten am Nachmittag der Weg richtig feucht noch. Das heißt, da muss man immer aufpassen, wo man hinabt. Hier gehen wir jetzt schon gut rauf Richtung Kreuzspitz. Sind schon gut unterwegs. Wir haben einen guten Aussichtspunkt, wo man eine schöne Rundumsicht hat, auch auf die Ostseiten rum. Und dann natürlich Richtung Westen, wo die Sonne untergeht.
jetzt beginnt auch der Abstieg, den wir einen schönen Ausblick genossen haben, geht es jetzt dahin. Der Mond ist nur ein einziger Begleiter, zusammen mit einigen Fluginsekten, die mein Licht sehr gern haben. Und so zeigt sich dann der Weg nach unten. Zwischen rein gibt es einmal noch eine Pause, direkt am Bachal, wo man sich erfrischt und dann nochmal eine ruhige Pause macht und nochmal einen Riegel einschirbt oder ähnliches. Jetzt kommen wir danach noch wie immer die Bilder mit ein paar Eindrücke. Querbeet durcheinander, schaut euch in Ruhe an, genießt die Bilder und bis bald und